Hier, Amiga, geh mal an das Feuer ran und hol mal die Nein, Granate bitte. daraus. Geh weg. Wir Geh wollen weg. wissen, Ja, was bitte passiert. kann ich nicht. Also, wenn ihr Eier habt, macht ihr das. Geh mal ein paar. Hey, das Feuer ist eh schon aus. Alter, wer da jetzt. Ja, da kannst du ja raus. Da kotzt jemand Dann im kann Boden. da gar nichts passieren. Da kann nichts passieren. Alle macht Screenshots! Los! Okay, ich hol die Granate raus. Kleinen Moment. Oh. Okay, ich hab's wieder in Hand. Scheint nicht zu funktionieren übrigens. Keine, sie hat Bombe. Warum rennt denn alles und jeder immer von mir weg? Ein Taliban! Warum habt ihr alle Angst vor mir? Die ist kaputt! Ein Taliban! Warum kann rennt ihr alle passieren. Weg? Ein Islamist! Spielen wir Fangen? Okay, warte, hab ich dich! So ein aufgeschreckter Hühner auf dem Bäumen. Was ist denn der Spawn? Die ist kaputt! Die ist kaputt, die kann nicht mehr explodieren. Oh! What the fuck? Die ist kaputt, die kann nicht mehr explodieren. Was? Oh, die war kaputt! Ich stand fast daneben! Oh! Keine Sorge, hab ich eine scharfe, kann nicht mehr explodieren. Hab ich eine scharfe Granate aus dem Feuer rausgeholt? Hey, ist ja gut! Ich wusste nicht, dass das passiert! Und es ist gut gegangen! Hallo! Ich dachte, das wäre tiptop safe! Die war ruiniert! Tippitoppo, wa? Immerhin, ja, ihr musst es mal ausprobieren. Ich bin jetzt gleich beim Auto. Okay, ja. Am besten du wechselst erstmal den Reifen aus und dann lässt du mich einmal ganz kurz gucken, ja? Weil du bist deutlich schneller als ich. Also ich bin nicht auf meiner Position zum Backup gehen. Geschweige denn bin ich außer, also ich bin halt außer Puste. Geschweige denn bin ich regeneriert in Sachen, ja, Luft. Reifen hier. Wow, wow, ja, ich, wow, der hat mich. Hab mich angeschossen, bin unconscious. Holy shit. Sofort tot. Wow, sofort tot sogar, holy shit. Das war kein schlechter Schuss. Sag ich mal. Aber das ist tatsächlich in die Richtung nördlich vom Auto, nordöstlich vom Auto. Den Hang ein bisschen weiter hoch. Von daher kamen auf jeden Fall die Schüsse. Nee, ich sehe den. Der ist direkt beim Ponte auf dem kleinen Hügel gewesen. Ja gut, ist ja quasi direkt nördlich vom Auto. Ja. Deswegen hättest du vielleicht einen Moment warten können, bis ich auf Posi bin, weißt du? Oder bist du da zickzack gelaufen, dabei hat er dich getroffen? Ne, ich bin gerade ans Auto ran. Also gerade am Auto. Und dann Peng! Ein Laufkart drauf zu. Kevin, er ist tot. Sehr nice. Oh Mann. Ich möchte behaupten, ja, das ist eine leichte Misskommunikation zwischen uns beiden gerade gewesen, ja? Mhm. Kleines wenig. Ich bewach das Auto einfach, okay? Egal, ich hab die Schüsse gebaitet. Ja, super. Wir rennen Ewigkeiten rum, ne? Ich glaube, das letzte, was ich mit dir gemacht habe, war ein Lagerfeuer in Cabanino. Als wir in Cabanino waren, weißt du? Mhm. Und wir rennen seit Ewigkeiten rum, es will nichts passieren, ja? Viel schlimmer, David will mit uns zocken und Windows 10 kommt dazwischen, weil David plötzlich ein Windows 10 Update hat. Unfreiwillig. Überraschungsupdate. Ja, so ein Überraschungs-Windows Update. Und jetzt finden wir quasi, nach Ewigkeiten rumlaufen, finden wir endlich ein Auto. Und dann musst du so sterben, Lucky. Das ist nicht fair. I know. Aber wir haben jetzt das Auto. Ja, ich bewach das jetzt, ja. Ich habe jetzt endlich quasi, ja, ich habe meine Bestimmung gefunden hier in Daisy. Ich
bewache jetzt dieses Auto. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Und ich warte darauf, dass du wiederkommst. Das dauert einen Moment. Kein Problem. Das war etwas unangenehm. Du hast was gehabt? Ein Hickepick. Was ist ein Hickepick, Alter? Das ist, wenn du so Schluck auf so einmal so kurz kriegst. So. Weißt du, was ich meine? Du hast einen kurzen Schluck aufbekommen. Ja, während ich gemacht habe. What? Das ja. Ist ein Hickepick? Ja, Schluck auf nennt man auch Hickepick. Nein, ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemanden Schluck... Nein, ganz ehrlich, nee, du kannst du nicht erzählen. Hast du niemals Hickepick gehört? Na, ich hab guck mal, hier ist eine Regenjacke, eine schwarze. Oh. Die ist cooler als dein. Ja, dann zieh sie doch an. Ne? Nein, die musst du anziehen. Na, ich mag mein Outfit. Mein Hemd sieht casual aus. Ich lasse mein Hemd. Aber jetzt noch eine Hose. Magst du die Hose vielleicht, die grüne? Ja, die definitiv, ja. Ich würde nicht so ruhig stehen bleiben. Wir sind Feinde in der Nähe, Bucky. Pack meinen Rucksack. Der ist richtig Gangster. Okay. Guck mal meinen an. Der ist richtig cool, Mann. Du hast so einen professionellen. Was ist überhaupt mit deinem Kopf los? Was ist ganz nebenbei? Sag da, wie, was ist mit meinem Kopf los? Was ist mit deinem Kopf los? Ja, was ist mit deinem Kopf los? Wie, was? Ich seh meinen Kopf nicht. Dein Kopf was? Sieht mega gut aus. Siehst aus wie ein Gangster, was? Das ist eigentlich alles. So. Siehst du aus, wenn, keine Ahnung, aus der Bronx oder so weiter ausgebrochen wärst. Ich dachte, ich hätte irgendwie noch irgendwie Popcorn oder so im Bart hängen. Popcorn im Bart? Du hast nicht mal im Bart. Nimm das Tuch ab und ich sehe deinen Bart. Du willst nicht erzählen, dass unter deinem Tuch ein Bart ist, oder? Weißt du gar nicht. Mhm, ja. Ich weiß eine Menge Sachen. Ich weiß vor allem eine Sache, ja. Unter deinem Tuch ist kein Bart. Macht mich traurig. Ich wusste, dass ich deine Gefühle damit verletze. Und warum tust du es dann? Erzähl mir lieber, was los ist, Mann. Wo wir gerade hinlaufen. Ja, wir folgen den Spuren, ne? Den Spuren? Ja, nachdem... dem das so gut gelaufen ist mit dem Offroader da. Da geht es jetzt hinterher. Geht es ja hinterher, sagst du das, ja? Ist das so? Mhm. Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie weit es ist, ne? Du musst mir so ein bisschen die Entfernung sagen. Also, wie weit bist du gelaufen, als du hier warst? Noch ein gutes Stück, eigentlich, ja, genau in die Richtung hier. Die Sache ist ja die. Also, 200 Meter vielleicht? Nur um es kurz zu erklären, ja? 400. Also, folgendermaßen, vor uns liegt eine Basis. Richtig nah an Berezino, um genau zu sein. Vermutlich genau so nah an Berezino, dass es schon wieder unauffällig ist. Und es ist jetzt ziemlich spät. Ich glaube, Lucky ist hungrig und ich bin leicht müde. Aber es ist mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, 2 Uhr. Wenn man, um genau zu sein. Ja, es ist tatsächlich mitten in der Nacht, oder? Ich meine, das ist sogar für mich spät, mehr oder weniger. Zumindest zum Aufnehmen. Aber zumindest sollte da der Offroader drin sein. Der Offroader von den Jungs gerade eben. Ja, quasi direkt vor uns bei den großen Steinen, da müsste es gleich sein. Okay, gut, ja. Das gleich sehe ich, ja. Check das auch mal aus, direkt aus dem Zeltlager heraus. Oh. Ist niemand drin? War drin. Ich hab ein Zelt aufgemacht. Hä? Warum, hä? Hey, weil hier war doch gerade noch jemand, oder nicht? Ich geh mal in das Zelt rein. Check, was drin ist. Blau rein. Ach du Scheiße, hier sind Fische drin und. Wow. Fische bedeuten eigentlich freundlich. Mhm. Schau mal, das Auto ist weg. Die sind mit dem Auto weggefahren. Aber wohin? Ach, so viel dazu, ne? Weißt du, was das bedeutet, ne? Wir folgen den Reifenspuren. Oh, wie gut wäre das? Oh, das wäre so gut, Mann. Fußspuren? Ah, Kleinigkeiten kannst du noch mitnehmen hier. Fußspuren? Sagt dir das was? Fußspuren? Nee, sag mir nicht. Ernsthaft nicht? Oh. Nein. Oh. Jetzt bin ich relativ entspannt, jetzt wo ich weiß, dass sie vermutlich mit dem Auto weggefahren sind. Okay, folgendermaßen ist. Das ist gut für uns. Das gibt uns ein bisschen mehr Zeit. Wir bereiten uns jetzt quasi vor. Weißt du, was ich meine? Wir bereiten uns vor. Wir warten wieder. Ja.
Oh. Das wartest du einfach nicht gerne. Kommt drauf an, wie lange. Ey, keine Ahnung, wie lange kann sowas dauern. Letztens haben wir noch 4 Tage auf ein paar Leute gewartet. Ja, das heißt doch nichts, oder? Ah, diesmal könnten es 5 werden. Stell dir das mal vor. Ah, das wäre super, oder? Super? Super. Ich weiß nicht, was du unter super verstehst, ne? Gilly haben die sogar hier. Nice. Zieh das Ding bloß nicht an, das Teufelsding. Ja, ich zieh den Gilly an. Und dann kannst du dich auch gleich schon mal in den Tümpel schmeißen. Mhm. Ist ja direkt hier, ist ja ganz praktisch. Okay, vor dem Mars und so. Wir müssen aber uns ein bisschen beeilen, ne? Mhm. Ja, ganz nebenbei. Ja, du packst jetzt die Taschen voll und ist alles Gucci. Hast du schon die Sachen vollgepackt? Ja, ich sitze hier auf dem Stein und pass auf. Okay, gut. Dann packe ich erstmal die Taschen voll und dann bist du der Taschenvollpacker. Ich liebe sowas, Mann. Ohne Scheiß. Und sitze wieder auf dem Stein. Du siehst aus wie ein Busch, die Sonne geht unter. Und es wird nah. Oh, bitte nicht sehen, Lucky Devil. Okay. Und es wird nah. Umso besser, möchte ich anmerken. Findest du? Klar. Meinst du, die fahren mit Licht und dann finden wir die besser? Ha, natürlich. Das ist das Problem so, weißt du, wenn Knüppli-Böp und so weiter nicht dabei sind, so. Wir haben halt einmal die Gelegenheit und dann ist halt kein Schwein da. Oh, hast du gehört? Nein. Halten. Echt? Mhm. Okay, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ob ich nah rangehen soll oder fern bleiben soll. Da ist auf jeden Fall so ein Stein, wo du dich oben drauf legen kannst. Da oben ist so eine kleine Kuhle. Ah, da wo ich gerade war ungefähr. Genau. Oh, ich hab's weggekriegt. Schnell, 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 schnell. Hörst du's? Ich bin mega aufgeregt. Guck mal, ich mach die Taschenlampe an und stell mich vor das Auto und sag, don't get out of the car, okay? Du musst dich offen gleich hinstellen. Wenn jemand aussteigt, sofort auf dich schießen, okay? Alright. Ich mach eine Taschenlampe an, okay? Also okay, wird wirklich crazy. Ich bin kurz, ich sehe das Auto. Das kommt aus der Richtung, wo wir gedacht haben, ja. Okay. Wie lange noch? Das ist jetzt gleich da, 20 okay. Meter. Okay. 30. Ja, 10 Meter. Ja, ich weiß. Holy moly. Don't get out! Don't get out! Nein, nein, ich habe definitiv 2 gesehen. Sicher? Ja, ganz sicher. Also, jemand ist beim Beifahrersitz ausgestiegen. Einer ist tot am Fahrersitz und einer ist beim Beifahrersitz ausgestiegen. Ich dachte, er wäre schon viel näher, sonst hätte ich nicht die Taschenlampe angemacht. Like, ich hatte Panik bekommen, Mann. Okay. Wo ist meine Waffe hin? Habe ich die auf den Boden gelegt? Ah, habe ich. Aus irgendeinem Grund. What the fuck? Wow. Anon Entity. Ich steig mal als Beifahrer ein, ja? Vielleicht plumpst er einfach raus oder so.
Alter, das ganze Auto ist in 1000 Teile zerfallen. Ja. Ja, nee. Schon gut. Hier, der Beifahrer hängt hier. Oh, okay. Okay, ich habe ihn nicht gesehen, weil er einen Gilli-Kopf an hatte. VSS Windriss hat er auf dem Rücken gehabt. Ach du heilige Scheiße. Das Ding hatte eine Motorhaube? Warte, ja, die ist runtergefallen, weil ich dagegen geschossen habe. Ja, das und da liegt auch eine Tür und hinten. Da ist auch den Kofferraumdeckel abgeschossen. Ich hab halt voll drauf gehalten, Lucky. Wow. Wollen wir fahren? Warte. Brauchst du noch irgendwas? Oh, das ist sogar fahrtüchtig, das Ding. Echt? Ach nee, warte mal, vorne ein Reifen fehlt. Ein Reifen ist kaputt. Sicher? Ja. Also bei mir sind aber auch 4 Reifen da und alle sind in Ordnung. Echt jetzt? Auch der hier? Ja. Das ist nur irgendwie ein Ersatzreifen oder so. Ah, nein! Okay. Der hier vorne, der ist kaputt, aber da ist ein Ersatzreifen oben drin. Ah, okay. Siehst du den? Okay. Ja. Kann man den so nehmen? Ja, den kannst du da rausnehmen. Möchtest du den kurz nehmen? Un momento, por favor. Ich hab meine Waffe in den Rucksack. Nehm ich. Das war auf eine Art und Weise ziemlich spannend. Aber auf eine andere Art und Weise fühle ich mich echt irgendwie. Also, es war echt. Das war eine Hinrichtung, ne? Also. Boah, ey, das Ding ist so. Wenn das nicht so spät wäre, würde ich echt losschreien oder so, ne? Das ist halt echt ein Mitternachtsüberfall. Kann man den wirklich hier vorne nehmen? Also ich kann den nicht. Müsste man nehmen, er ist zumindest im Inventar mit aufgeführt. Ist er? Warte, ich gucke. Er ist tatsächlich aufgeführt, aber. Ah ja, ich habe ihn tatsächlich genommen, ja. Ich konnte tatsächlich das Reifen. Ja, okay, alles klar. Wir können direkt los, okay? Das ist nice. Okay. Wenn du die VSS Windriss selbst nicht brauchst, dann leg die einfach irgendwo ins Zelt rein, würde ich sagen. Nö, ich habe die jetzt mitgenommen, ich habe die Morsen weggeworfen, habe ein bisschen Munition dafür eingepackt von dem guten Dude hier. Okay. Der war so freundlich, mir noch was hinzulegen, nachdem er abgehauen ist. Abgehauen ist? Ja, wo der wohl hin ist. Das Beste ist, ich dachte so, der rennt wirklich weg, Lucky. Das war nicht mal irgendwie ein Wortspiel oder so. Ja, ich meine, ich stehe da oben und ich guck's und ich sehe halt, wie das Ding komplett zerpratzt, so. Aber da ist niemand ausgestiegen und weggerannt, weil dann habe ich gedacht, so, okay, wenn jemand aussteigt und wegrennt, dann mache ich den halt auch alle, so. Ja. Aber, okay. Oh. Oh. Bleiben wir mal ein. Oh, funktioniert's? Ja, funktioniert. Ich hab sogar noch die Tür zugemacht. Oh, super. Wollen wir die anderen Türen mitnehmen? Da liegen nämlich noch ein paar Türen. Ich glaube, die sind kaputt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ich glaube, die sind kaputt. Ich weiß, das ist mega die zwiegespaltene Sache gerade. Was, bei Cabanino haben wir Anspruch auf den Wagen erhoben, ja? Du meinst, das war so von wegen so, I claim your car now, und dann... Ja. Also, erste Gang, so. Oh. Keine Ahnung, wieso sind die so langsam damit gefahren? Das Ding fährt mega schnell. Wow, Alter. Ah, weißt du. Wow! Ja. Massiver Lag? Ja. Nein, wir wurden beschossen gerade. Ja, ich habe einen massiven Lag. Ernsthaft? Ja, aber rechts neben uns stand einer, als der Schuss kam. Der war direkt am Waldrand. Okay. Kannst du aussteigen? Jo. Ich hab den ehrlich gesagt nicht gesehen, du? Ich hab ihn gesehen, aber auch nur, weil ich diesen massiven Lag hatte. Lass ihn hinterher? Versuch vielleicht mal da unten so in diesen hellen zu bleiben. Das ist eine unglaublich helle Tarnung. Nicht, dass ich dich nicht bei mir haben möchte. Nee, ich versuche hier am Wasser lang zu laufen gerade. Ja, genau. Unten an den Stein. Er liegt am Zelt auf jeden Fall. Okay. In welchem Zelt genau? Mit den Fässern? Nee. Wenn du aus dem Feld, wo du gerade warst, rausgehst und dann links das andere. Also was neben dem blauen Zelt ist. Das ist an meinem Stein dran ungefähr. Okay. Das, was am nächsten an deinem Stein dran ist. Ja, da liegt der drinne. Okay. Привет. I see you. Talk to me, my friend.
Don't shoot, man. Don't shoot. I'm friendly. What's your name, my friend? Please. What's your name? I'm the Hanfi. It's German. It's German. Please don't shoot. You killed me 2 times, then. You killed me 2 times. Are you alone? Move out. Hands up, man. Hands up. Yes, yes. Where's the door? Where's the door? Where's the door? Repeat. Yeah, you see me? Ah, jetzt ist er davor. Okay. Don't shoot, please. Don't shoot. No weapon. Die Hände hoch. Hört sich gut an. Wir reden auf Deutsch. You see me? Ja. Wo ist dein Freund? Ah, du sprichst Deutsch. Ja, red ich. Wo ist dein Freund, du? Der hat keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt sterbe, gehen wir beide auf. Ist alles gut. Könnt ihr uns den Gefallen tun und ein bisschen Stuff hier lassen? Klar. Nehmt, was ihr wollt, aber lasst uns ein bisschen etwas da, okay? Ich bin mit der Taschenlampe auf euch zugelaufen, als ihr mit dem Auto da standet. Mit der Taschenlampe. Bitte? Was? Ich dachte, ich hatte die Taschenlampe. Ich hatte keine Taschenlampe an. Ach so, du. Echt? Ja, haben wir gesehen. Ja. Ich dachte, das würde so viel bedeuten wie, hey, da ist irgendjemand, der ist irgendwie ein bisschen anders drauf als alle anderen so. Und ich habe auch extra gesagt, don't get out. Und dann seid ihr alle ausgestiegen. Ja, das war so als Reaktion und so. Ja, ich kann es nachvollziehen. Nee, Quatsch, wir wollten uns entschuldigen. Du klingst sehr, sehr vernünftig. Also, ich will mich entschuldigen. Mein Freund also, kann ich meinem Kumpel sagen, der kann herkommen? Ja, natürlich. Kann ich meinem Kumpel sagen, der kann herkommen? Ja, natürlich. Okay. Ich räume dann mal ein paar Sachen wieder in eure Zelte ein, ja? Ja, die sind okay, Lucky. Reden wir mit. Ja. Also ich hab denen gesagt, dass wir herkommen, dass wir nichts mehr. Komm mal runtergelaufen. Ja, klar. Ich will mich übrigens auch entschuldigen, ja. Ja, ist schon. Okay, ihr seid ja freundlich. Ja. Mein Kumpel ist gleich da. Also, ey. Das ist echt in Ordnung. Ja, Mann. Der ist echt super drauf, der Typ. Weißt du, vor allen Dingen, das tut mir mega leid, von wegen so, wenn wir jetzt einmal sterben, machen wir uns aus. Das ja. Ist halt echt kacke, Mann. Das war halt echt keine Absicht. Kannst ruhig eine Waffe in die Hand nehmen. Ist in Ordnung. Wir vertrauen dir. Okay. Könnt ihr vielleicht etwas essen oder so? Ich bin von, wie ist das, Elektro ein bisschen hergerannt, ohne irgendwelchen Loot zusammen. Also nicht viel Essen und so mitgenommen. Habt ihr nicht im Zelt? Ich hab eine Banane dabei, die kannst du haben. Ich hol was aus seinem Lager raus, Lucky. Warte hier, nimm erstmal die Banane. Ich hab eine Banane dabei. Dankeschön. Natürlich. Ich hab ein mega schlechtes Gewissen, der ist super cool drauf, der Typ, ne? Ja. Das Gute ist übrigens, wenn ich die Waffe so auf dem Rücken habe. Ich wollte gerade sagen, die Taschenlampe passt noch an, ne? Ja, richtig, das ist großartig. Die leuchtet so schön ans Zelt oben. Oh mein Gott, wie gut ist das bitte? Ich mach kurz eine Flare an, ist das okay? Er macht gerade ein Feuer. Also, man muss die Flare nicht verschwenden. Hey, sorry, wegen eben noch. Was sagt er? Zeig mir den Mittelfinger. Es war echt nicht so gemeint. Mit dem Film, okay. Das war nicht so gemeint. Ja. Oh, come on. Ihr habt das... Ich hab die Windhorus gesaved, die liegt im Zelt. Ich glaube, er ist ein bisschen... oh, Mann. Muss aber noch die Taschenlampe an. Ich will mal anschauen, was noch da ist von den Sachen. Ich tue schon nichts. Okay, gut. Klar, ja. Mit Daniel? Ihr könnt euch Sachen nehmen. Klar, also ihr könnt euch komplett equipen. Ist euer Lager. Also fühlt euch wie zu Hause, weil ihr seid zu Hause. Wir machen nur ein Lager vorher. Okay, ich tue schon nix. Oh, das zeigt mir ein Herz. Hast du ein Messer, Lucky? Ich habe ein Steinmesser. Kannst du mir das geben? Oh, mein schönes Steinmesser. Ja, hier bitte. Hallo, Trüffel. Guck mal, er ist relativ happy gerade. Er ist relativ stumm. Ich werde kurz Rinde holen. Wo kann Rinde schneiden? Überall?
Ja, weil es überall abschneiden kann. Okay, gut. Die meisten Leute bauen Bases immer nur, um sie sicher zu machen. Irgendwo in Steinen oder so ein Kram oder irgend so ein Mist. Ihr habt eine wirklich schöne Base gebaut. Oh, schön am See, kann man mal angeln gehen. Lieber etwas Schönes als, ja, irgendwo in der Fabrik oder so, wo wir vorhin eine Base gefunden haben. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob mein Fischfilet verbrannt ist oder nicht, aber ich gehe jetzt einfach das Risiko ein und esse es. Das heißt immer noch Raw Fischfilet, aber... Ja, hey. Genau, aber es sollte gut sein. Okay. My mouth tastes weird. Danke, Lucky. Vielleicht war es wirklich verbrannt, ich weiß es nicht. So schön die ganze Lerntrüffel, ernsthaft. War meine Ehre. Ah. Da nochmal Munition reingelegt? Ja. Zeig uns mein Herzen.